So, liebe Zuschauer, jetzt haben wir uns zwei Teilnehmer gesucht. Ein liebes Ehepaar, das ich vor zwei Tagen kennengelernt habe. Sie sind auch bei der Ägypten-Golf-Trophäe dabei gewesen. Hans heißt er. Ich fange jetzt mal mit ihm an, weil mit ihm habe ich nämlich den größeren Kontakt. Aber seine Gattin heißt? Frieda. Frieda, das ist so ein schöner Berliner Name, den habe ich, weil ich glaube, den gibt es 100 Mal in Berlin. Aber Frieda, jetzt mal eine Frage gleich als erstes an dich. Jetzt lassen wir ihn mal ein bisschen zur Seite. Wie war's? Wie hat es euch gefallen? Ja, war gut. War schönes Wetter natürlich, wie sich das für Ägypten gehört. Doch, war schön. Wart ihr denn das erste Mal dabei oder habt ihr schon mal so geliebäugelt, vielleicht doch irgendwann mal? Wir waren letztes Jahr schon dabei. Und da haben wir euch nicht gesehen, obwohl wir auch hier waren? Das ja, doch, wir haben uns sicher gesehen, aber nicht kennengelernt. Ja, das ist ja wohl. Also Hans, was sagst du dazu? Also liebe Zuschauer, ich muss Ihnen dazu sagen, Hans hat mich kennengelernt, als wir zusammen in der Sauna nach einem anstrengenden Golftag waren. Und dann hat er immer gesagt, du siehst gut aus, aber ich habe gesagt, du siehst besser aus. Hans, wie hat es dir denn gefallen? Wie hast du denn heute Golf gespielt? Erzähl doch mal ein bisschen. Also ich habe heute nicht besonders gut Golf gespielt, die ersten 9 Loch. Also die sind an mir vorbeigeflogen, so wie es da Wind war, der war ja heftig, du hast es ja auch festgestellt, ne, dass der Wind sehr stark war. Aber die zweiten Loch, da habe ich mich dann gut gefangen und ich war dann zufrieden. Aber an sich, muss ich sagen, ist eigentlich das Drumherum das Schöne. Genau. Ne, und das macht auch Spaß. Sag mal, der Veranstalter steht ja so ein bisschen bei mir. Sag uns doch mal ganz ehrlich oder sagt uns doch mal ganz ehrlich eure Meinung. Wie hat es euch gefallen? Wie war es organisiert? Kann man sagen, ich komme nach Hause und gebe meinen Nachbarn den Tipp, ihr müsst da auch mal hin? Ja, meine Nachbarn spielen leider nicht Golf, also kann ich da nichts sagen. Also Sie haben gemerkt, Frieda ist komplett sprachlos, aber Hans hat die ganze Sprache wieder, oder? Was sagst du? Also wir waren jetzt das zweite Mal dabei und ich muss eins sagen, das erste Mal war es wirklich super organisiert und das vom Turnierablauf auch alles hervorragend. Dieses Mal bemängle ich eigentlich, dass das Turnier, das jetzt stattgefunden hat, dass das immer mit so Zwischenräumen stattgefunden hat, dass nicht das Turnier gemeinsam von Anfang an bis zum Schluss durchgezogen worden ist. Und das ist eigentlich schade gewesen, weil sich da auch einige Leute dann sehr darüber beschwert haben. Aber sonst ist alles okay, Organisation und so, sehr zufrieden. Also du siehst, mein ersten Loch sind auch, die ersten 9 Loch sind bei mir auch vorbeigeflogen. So weit habe ich abgeschlagen. Ich war dann schon am 10. Loch, aber Jürgen Tanzer steht gerade in der Nähe. Also ich glaube, man sollte nachher ein Glas Wein trinken, einfach darüber sprechen, was man besser machen kann. Das ist ja auch Kritik, ist ja nicht da, sondern man will ja besser werden und Hauptsache es hat euch gefallen und man sagt, die Woche war nicht umsonst, oder? Nein, auch ich muss eins sagen, so die Gäste, so ich habe dich ja kennengelernt in der Sauna, ne? Wenn jeder so ohne irgendetwas da ist, ist natürlich auch ein ganz anderes Sprachverhältnis miteinander. Ne? Genau, und vor allem, wie wir Golf gespielt haben in der Sauna. Ne? Ja, das war natürlich super. Wir haben, glaube ich, 12-mal Paar gespielt und 3 Igel. Ja, also, Frieda, du konntest da nicht dabei sein, weil du musstest ja schon wieder dich vorbereiten für den Abend, aber so war das, nur damit du mal weißt, also dein Mann war ein sehr angenehmer Partner auf dem Golfplatz und in der Sauna. Ja, liebe Zuschauer, und dann hoffen wir, dass ihr nächstes Jahr auch dabei sind und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und viel Spaß und wo kommt ihr eigentlich her? Danke, aus Raum Offenburg in Baden-Württemberg und also an sich kann ich es nur empfehlen, dass man hierher geht, muss ich schon sagen. Ne? Genau, und damit Sie Bescheid wissen, Offenburg ist ein Vorort von Berlin, ist nicht weit weg, also vielleicht ein paar Autostunden und wenn Sie da vorbeifahren, sagen Sie mal Hallo bei Frieda und bei Franz und dann ist das alles schick. Okay, danke und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke. Danke.